Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier ein kleines Chloringasproblem, weswegen hier die Produktion nicht nachkommt. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Chloringas herstellen, um das wieder hinzubekommen. Jetzt ist aber irgendwo mein Auto hier nach unten. Ne? Ja, ich kann ja mit dem Auto da hochfahren. Das habe ich doch hier unten irgendwo. Mal gut, dass mir das noch wieder eingefallen ist, dass ich das noch habe. Manchmal ist man ja auch ein bisschen plemplem im Kopf. So, da fallen ja solche Sachen einfach nicht mehr ein. So, hier sollte eine Straße nach oben gehen, wo wir gefahrlos durchpreschen können. So, dann gucken wir mal. Wir haben ziemlich viele Rohre in der Erde. So, ich glaube, das ist Chloringas, oder? Chloringas, ja, das ist unser Rohr, an dem wir dran müssen und wo wir was herstellen müssen. Moment. Was entsteht da für eine Flüssigkeit? Wie heißt die? Nitrit Acid? Moment. Brauchen wir da unten? Ah, andere Säure. Alles klar, eine andere Säure. Huch, hier ist ja mal Andrang, würde ich sagen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Ah, ich fahre das Rohr kaputt. Alles klar. Donk, donk, donk. Gut. So, hier ist ja mal ordentlich Roboter los. So, dann ziehen wir hier mal durch, denn Chloringas, das machen wir hier ganz, ganz, ganz nah an unserer, quasi an unserer Startregion. Achso, Handbremse ist ja keine, ist ja, letztes ist ja nicht Handbremse. So, dann steigen wir hier mal aus und dann gucken wir mal, wo stellen wir denn hier Chloringas her? Das war hier unten, ne? So, hier stellen wir das Chloringas her, das Hydro, machen wir alle. Keine Ahnung, das ist auch nirgendwo angeschlossen. Und hier machen wir dann noch ein bisschen Chloringas. Dabei entsteht natürlich auch viel von dem Zeug, was wir hier, was wir hier haben. Ich weiß gar nicht, wie wir das mal irgendwann vernichtet kriegen hier. Die Kiste mal voll läuft, dann haben wir echt ein schwieriges Problem. So, habe ich denn noch eine andere Chloringasherstellung? Ich glaube nämlich nicht. So. Da ist was kaputt. Naja gut, das wird schon irgendwann reparieren. Ansonsten, warte mal, ich kann ja mal ein paar Werkzeuge hier ins, in die Dings produzieren hier, in die Roboter-Hangars. Roboter-Hangar. Hangar ist übrigens die Mehrzahl von Hangar. Musste ich jetzt lernen. So, ich habe extra nachgeguckt. Also Hangar ist die Mehrzahl von Hangar. Die Hangar. So, wo habe ich denn jetzt hier? Da unten, da kommen so alle. So, die packen wir da mal rein und vielleicht fliegt dann der Bauroboter los und repariert dann mal hier ein paar Sachen. So, gut. Okay, das hätten wir auch. Achso, jetzt wollte ich gucken, wo kriege ich noch Chloringas her? Nee. Wird das mit CH geschrieben wahrscheinlich, oder? Gut, da sieht es doch schon mal ganz gut aus. Chloringas. Kann ich herstellen, wenn ich das mache? Okay. Kann ich aus dem Fass holen? Kann ich aus Hydrogenchloringas gewinnen? Da entsteht aber kein Dings dabei. Hä? Okay. Da entsteht auch Chloringas. Nee, das, achso, das brauche ich ja dafür. Aha, okay. Also das ist nicht typisch für das, was wir brauchen. Also eigentlich ist unsere einfachste Herstellung das hier aus Sodium, Wasser und Salt. Warte. Wasser und Salt, dann kriege ich das draus und dann kann ich das machen, dann kriege ich noch Sodium raus. Was kann ich denn Sodium? Brauche ich Sodium irgendwo? Und dann kann ich den Sodiumhydroxid draus machen aus Pure Fat Water und Sodium. Kann ich Sodium noch irgendwie brauchen? Sodiumcarbonat, okay, und Sodium, okay. Okay. Aber hier habe ich ja dann schon das weiße Zeug, ne? So, wie kriege ich denn das hin, dass ich das weiße Zeug denn habe? Haben wir denn irgendwas, was man beuten, wo ich Materialien richtig beuten kann? Also wo ich so richtig sagen kann, so, das kommt in die Kiste und da verschwindet das drin und dann ist das für immer weg?
Weil sie sich das weiße Zeug quasi irgendwo herstellen und dann den anderen direkt einfach voiden, weil das Wasser, das haben wir ja hier, Salinwater. Gut, das muss man natürlich dementsprechend auch wieder produzieren. Ist denn das auch jetzt immer so alle hier? Wir brauchen das alles. Du brauchst das hier unten auch. Okay. Also müssen wir uns eh drum kümmern, dass wir da mehr davon kriegen. Weil du sprühst hier ja das Titanium, genau. Tetrachlorid auf. Alles klar, okay. Das ist natürlich schwierig. Naja gut, also wir könnten sowas hier nochmal aufbauen. Das ist ja nicht das Problem, aber... Wohin mit dem anderen Zeug? Das ist ja quasi so das Grobe. Und der macht einfach so aus Wasser, dann... Da braucht der nichts weiter. Wäre doch cool, wenn ich hier einfach das Zeug wieder da reinschmeißen könnte. Naja, gut. Was kann ich mit dem Material machen, was dabei rauskommt? Warte mal. Ja. Was kann ich denn daraus alles machen? Okay. Carbonat kann man daraus machen. Da kann man irgendein Gas draus machen. Sodiumsulfat kann ich daraus machen. Und dann kriege ich Purified Water wieder raus. Leached Wastewater kriege ich raus, wenn ich braunen Likör drauber kippe. White Likör kriege ich raus, wenn ich... Das ist ein Durcheinander alles. Sulfuric Wastewater kriege ich da raus, okay. Sulfuric Wastewater kriege ich da auch nochmal raus. Sodium, Hydro, Papier, okay. Wo kann man das dann alles verwenden, das Zeug? Das ist ja furchterregend. Alumina, ja, da brauchen wir es eh. Silber Zink, Silber Oxid, da brauchen wir es wahrscheinlich auch nochmal. Zellulose-Paste, da kann ich das auch verwenden. Meine Fresse, das ist ja universell einsetzbar. Warum habe ich denn davon so viel über? Das finde ich ja jetzt schon wieder ein bisschen sehr merkwürdig. Naja, gut, okay. Wie machen wir das jetzt am blödesten, dass das auch da drinnen mit abladen kann? Ist natürlich jetzt nicht drin hier. Dann müsste ich das ein bisschen nach oben setzen, das ein bisschen nach unten und dann hier hinten die Verkorbelung ein bisschen anders machen, ne? Müssen wir hier trotzdem da rein verkabeln und da rein verkabeln und daran verkabeln. Naja gut, okay, das kriegen wir hin. Pass auf, dann rupfen wir das jetzt hier mal auseinander. Den ganzen Kram hier, so. Das weg, das weg, das weg. Lampe weg, guck mal, hier fehlt sogar der Stein. Wer macht denn sowas? Hab keine bei. Kann keinen Stein drunter legen. So. Wir brauchen jetzt quasi zwei davon, die dann hier irgendwie stehen. Und dann auch so stehen. Wo habe ich denn das Ding jetzt hingebaut? Ist das jetzt so ein MK1 gewesen, oder? Nee, war schon MK3. Elektrolyse MK3. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier den Strommaster noch wegnehmen. So, da dran. Ist auch schwierig. Mal gucken, dass wir das denn hier besser verschlaucht kriegen. Okay, das geht noch. So, jetzt brauche ich so ein MK3-Teil noch. Warte mal, da habe ich doch da oben welche, glaube ich. Eingelagert. Nee, hier nicht. Irgendwo hatte ich davon welche eingelagert. Bin ich mir ganz sicher. Na ja, gut, okay. Dann gucken wir nochmal. Hier irgendwo gab es nochmal so eine Produktionsstätte von den Dingen. Vielleicht liegt da noch eins rum. Na, guck mal hier. Da kriegen wir noch einen. Naja. Gut. Es ist ja alles vorrätig. Man muss nur wissen, wo es war. So, heißt also, jetzt haben wir so ein Ding hier noch. Das stellen wir mal dazu. Dann machst du jetzt das da. Du machst das da. So, und jetzt wird es natürlich kritisch hier mit dem Zeug da richtig rauskriegen. Aber gut, also hier können wir das schon mal rauskriegen. Dann machen wir das hier erstmal nach da. Das machen wir dann so. Und schließen das hier mit an. Dann können wir jetzt sagen, das kommt dahin. Und das kommt dahin. Jetzt müssen wir das weiße Zeug jetzt hier nur noch irgendwie rauskriegen. Ne? Warte mal, das ist natürlich...
Also das ist schon mal gut angeschlossen. Das weiße Zeug muss noch loswerden. So, das dann da lang. Ah, das hätten wir hier auf Lücke bauen müssen. Na gut, dann bauen wir es halt auf Lücke. Moment. Ah, einen Moment bitte. Alles kein Problem. Das hätten wir auch liegen lassen können, weil das können wir hier so gebrauchen. Wo ist es wieder hingekommen? Da ist es hingekommen. Hier auf Lücke bauen, dann ist der Anschluss schon mal da dran. So, dann muss der Anschluss da dran. So. Das hätten wir und dann können wir das nach da hochlegen und dann hier oben einfach verbrennen. Wo ist denn hier das Flair-Teil? Das kommt hier einfach dazwischen gestellt. Chili Gold. So. Strom hat es da schon. Zack. Dann kann das loslegen. Dann kann das loslegen. Wie kommen wir da nicht mehr durch? Kommen wir da nicht mehr durch? Wir können das gerade so noch anschließen hier. Wir haben jetzt hier einen Klotz reingebaut. Naja, gut, ist halt so. So, und dann brauchen wir jetzt einen, der das da rausnimmt, einen, der das da rausnimmt. Und hier unten noch ein bisschen Strömlinge. So. Und du machst das. So, gut. Jetzt habe ich von diesem Sodium-Scheiß auch schon wieder zwei in der Tasche. So, okay, dann haben wir das jetzt hier erstmal durchgeplant. Sieht scheiße aus, funktioniert aber. So, hier bräuchten wir dann mal wieder Eisenerz. Jo, bräuchten wir wieder Eisenerz. Also muss man Eisenerz holen fahren. Und ansonsten ist hier erstmal... Gut, das geben wir weg jetzt. Achso, das muss ich auch hier rangeben, ne? Und auffällig, warte mal. So. Dann kommt auch ein bisschen weißes Zeug hier noch wieder an und dann kann das hier auch produzieren, wenn es dann produzieren muss. Gut, okay. Gut, also wir brauchen Eisenerz hier oben. Wir haben jetzt das hier erstmal und das da erstmal in Produktion. Jetzt könnte erstmal ein bisschen mehr Chloringas entstehen. Jetzt wird natürlich hier unten, da an der Stelle bei der weißen Produktionskette. Wo ist denn das die Löt? Hier. Könnte sein, dass jetzt hier ein bisschen mehr von dem Material anliegt und hier ab und zu mal auch der zweite was produziert und dann hier ein bisschen mehr weißes Material rauskommt, was dann hier durchgeht, was wir dann hier... Ah ja, guck mal, da war gar nichts. Hier war ein bisschen was. Hier war lange nichts zu produzieren und so sah das früher aus. Also da ist alles auf ein Förderband gegangen nach hier oben. Das brauchen wir ja wirklich nur hier bei der Uranherstellung. Jo, gut. Ist halt so, ne? So, da müssen wir unbedingt auch weiter forschen, dass wir das weiterverwenden können. Und mehr verwenden können und besser verwenden können. Und da mehr Energie rausziehen und so weiter. Und vollautomatisch vor allen Dingen. So, jetzt fahren wir einmal ganz kurz zu unserer Eisenproduktion und holen uns ein bisschen Eisenerz. Wo habe ich denn mein Kfz abgestellt hier? Mein Kraftfahrzeug, wo steht denn das? Muss hier oben irgendwo rumstehen. Hallo? Da oben steht's, alles klar. So, dann gucken wir mal ganz kurz an den Kofferraum, wie voll das gerade ist. So, gar nicht mal so leer. Warte mal, wir driven mal ganz kurz ums Eck hier. So. Ui, das war aber knapp. So, dann fahren wir ganz kurz hier ran. Kann ja auch, das Sodium kann ich ja auch Massen vernichten, indem ich einfach diese Kiste vernichte, wo es drinnen liegt, ne? Nee, ich wollte da erstmal dran. Give me more die Alien-Dödels hier. Die brauchen wir jetzt ja gerade nicht. So. Die Alien-Kacke kann ich ja jetzt erstmal hier reinlegen. So, gut, okay. Dann würde ich sagen, was kann ich hier noch ablegen? Erstmal nichts, aber ich kann hier bauen. Ha! Ich kann hier bauen. Und zwar kann ich hier bauen. Den und den. Ich kann jetzt hier einfach so mal ein paar von diesen Dingern mit Energie-Pads versehen. Damit hier mal ein bisschen Energie quasi in die Roboter-Geschichte kommt. Warte mal, dann nehme ich jetzt mal das Auto. Ich fahre jetzt mal, dann fahre ich jetzt erst einmal hoch. Darf nicht vergessen, dass ich Eisen jetzt holen will. Bitte erinnert mich daran. Falls ich das am Ende dieser Folge oder am Ende der nächsten Folge noch nicht getan habe, dann erinnere ich an der übernächsten Folge daran, dass ich Eisenerz holen wollte. Sonst vergesse ich das doch bloß wieder. Nein, ich werde sowieso vergessen. Ja, hier kann ich es auch wunderbar nicht hinbauen. Nicht da, wo ich es hinbauen will. Ach, jetzt fahre ich da noch gegen.
Ah, was ein Vollpfosten. Ernsthaft. Aber wäre ausgestiegen, wäre schon fertig. Und hätte nicht so viel kaputt gemacht. Da sind schon zwei, okay. Ja, hier können wir was einsetzen, weil wegen keinen weiteren Strom hast. Ist aber auch erstmal egal. Einer ist ja schon mal gut. Das versendet sich. Na, wieder gegen die rammelt. Ja, nichts können, aber das kriegen wir hin. Dann wird es noch schwerer mit dem Auto hier durchzufahren, ne? Ich muss mir unbedingt noch eine große Straße irgendwo durchbauen, also eine richtig große. Ich muss das nochmal, ich muss da mein Konzept nochmal überdenken. Also das mit der Straße ist ja ganz schön und gut, ne? Aber da muss ich wirklich nochmal dran. Bloß das jetzt nochmal aufzubügeln wird natürlich umso komplizierter. Aber ja, das Zug bauen, das wäre natürlich, ne? Vielleicht müsste ich diese Landing Pads auch einfach in den Bereich. Ach scheiße, da einen hin, so. Über diesen einen hat hier in der Mittelbahn. In der. Ja, sehr schön. Er kann nichts. So. Erkan und Stefan. So, dann. Ach, hier haben wir jetzt schon die ganzen Kisten aufgestellt, die wir dann für den Umbau haben wollen. Die ganzen Lagerkisten. Ja, dann wird das ja schon interessant hier oben, das sind hier so ein bisschen mit Strompads noch versorgen, weil dann hier oben wirklich sehr viel los sein wird mit den Baurobotern. Wenn wir das denn hier oben machen. Alle Möglichkeiten. Links dran vorbei, rechts dran vorbei oder mitten rein. Wir entscheiden uns für mitten rein. Schwierige Nummer, das. So. Hier fehlt sogar die Straße. Also noch oben. Also das Auto kriege ich schon noch kaputt, so oder so ist nicht. Also da braucht man keine Angst haben, das kriege ich hin. Aus dem Auto heraus was gebaut. Naja gut, okay. Also so langsam aber sicher. Vielleicht lerne ich ja noch ein paar Tricks, wie man mit Factorio richtig spielt. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber. Bin so, glaube ich, nicht mehr dran, dass das mal irgendwann hier ohne Katastrophe abläuft. Wenn ich was bauen will. Aber gut. Ich hoffe, ihr habt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es bei mir nochmal klappen könnte. Weiß gar nicht, kann ich das Ding eigentlich im Wasser versinken? So, dann machen wir uns mal hier auf. So, dann legen wir das da rein. So, dann haben wir ein paar kleinere Sachen schon mal hier oben hingebaut, wo ich sage, das ist ganz cool, wenn das da wäre. Gut, jetzt holen wir uns Eisenerz. Dann fahren wir wieder hier rauf, werden dann hier den Abriss gestalten und dann den Neuaufbau. Beziehungsweise dann oben die ganzen Wassersachen machen. Das heißt, ich muss dann erstmal noch ein paar Pumpen bauen. Habe ich denn noch ein paar standardmäßige Pumpen in der Tasche? Nee, ne? Warte mal, dann gucken wir doch mal. Pumpenbau, wo ist der Pumpenbau? Hier. Kann ich jetzt 10 Stück von machen? Was geht denn dann aus? Wahrscheinlich die Eisenplatten. Ja, Eisenplatten. Naja, gut, das kriegen wir ja dann hin. Da sind wir ja bald. So, hier pesen wir mal erstmal runter. Ich glaube, dann finde ich auch schon Eisenplatten.
Oha. Können wir hier nochmal reparieren? Wohl nicht. Ah doch, ging nochmal zu reparieren. Aber zum Reparieren muss man aussteigen. So, dann finde ich hier wahrscheinlich schon ein paar Eisenplatten. Jupp, da haben wir welche. Dann kann ich gleich nochmal ein paar Pumpen anschmeißen. So, habe ich hier denn auch noch Eisenerz? Aber ich glaube, das habe ich hier schon alles rausgeholt, ne? Ja, Eisenerz ist hier schon raus. Hier liegen jede Menge von diesen zerbröselten Steinen. Hier ist auch Sodium drin und... Warte nicht, alles. Ach, guck mal, hier liegen sogar 21 von den Klärwerken drin. Ach, huch. 250 Crystallizer, okay. 5 Flares. Hm. Dioden haben wir ja auch noch ein paar. Hier haben sogar noch filternde Greifarme. Oh, hier sind aber Dingskisten. Die nehme ich mal mit. Kann ich gut gebrauchen. Bronzekisten kann man immer gebrauchen. So, grüne Chips. Na gut, sind hier noch ein paar drin. Alles klar, okay, so. Heißt also, im Groben und Ganzen, Eisenerz ist hier nicht mehr drin. Wir müssen runter bis zur Eisenerzfabrikation. Alles kein Problem. Immer runterfahren. Immer runterfahren hier und irgendwo gegenrammeln. Mein Auto ist schon ordentlich kaputt. Also das haben wir schon mal wieder ganz gut hingekriegt. So, jetzt sind wir hier rüber. Gibt es hier gleich zwei Gegenstände, die noch im Weg stehen. Da werde ich garantiert einen von treffen. Das müssen wir unbedingt auch noch lösen, hier das Problem. Aber zur Not eigentlich wirklich wegsprengen. Ne? Pass mal drauf. Ranstellen mit dem Panzer, puff und weg. Dass ich immer die Notbremse am Strommast mache. Langsam sollte mir das doch auffallen, dass das nicht gesund ist für das Fahrzeug. So, dann gucken wir mal. Apropos, wir gucken mal, wir legen mal ein bisschen was ins Fahrzeug rüber. Die tolle Sachen, die man gar nicht braucht hier. So, den Rest nehmen wir mit an. Eisenerz von 7800 Einheiten. Damit geht's dann rüber. So, und ihr braucht mich denn nicht erinnern dran, dass ich Eisenerz holen muss. Ich würde sagen, das war eine Folge von Factorio hier. oh Gott, verschluckt. Ah, Factorio C-Blocks. Hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich mache lieber aus, bevor ihr mich doch sterben hört.